Ja, vielen Dank fürs Gebet. Heute geht es um Römer 5 und da geht es um ein ganz wichtiges Thema, für mich auch ganz wichtig, nämlich Stellung und Wandel. Stellung in Christus und der Wandel, also die Lebensführung im Alltag. Das unterscheidet die Bibel, das wird aber heute in Predigten kaum unterschieden, finde ich aber sehr, sehr wichtig, um sich auch selber ein bisschen zu verstehen, und zu verstehen, wo wir uns befinden. Also Stellung in Christus ist perfekt, 100%. Der neue Mensch, der in uns geboren ist, ist nach Gottes Ebenbild geschaffen in Christus. Der alte Mensch ist aber halt immer noch der alte, mit seinen Neigungen und seinen Schwachpunkten und seinen Vorlieben und seinen Rechten, die er irgendwie noch haben will, das ist der alte Mensch. Und da hat jeder einen anderen Charakter. Manche sind impulsivere Typen, manche sind ein bisschen ruhiger, manche sind temperamentvoll, ja? Andere sind vielleicht wieder stiller. Da hat jeder so seinen Typus und da ist keiner besser als der andere. Da hat alles seine Berechtigung. Ja? Manchmal wird halt von den Auslegern, werden dann so die eigenen Tugenden, die werden dann in den Vordergrund gestellt. Wenn jemand besonders impulsiv ist, sagt er, ihr müsst evangelisieren, ihr müsst raus auf die Straße für Jesus. Ja, das ist so der rote Typ. Ja, da gibt es ja grüne und blaue, glaube ich, weiß gar nicht, ob man dazu sagen darf. Ja, die sind ein bisschen ruhiger, sind eher die komplett Kontemplativen. Ihr müsst im Gebet vor dem Herrn sein. Ja, das heißt, jeder nimmt so ein bisschen seine Qualität und nimmt die so ein bisschen aus seiner Perspektive als Ideal für ein Glaubensleben. Ja, deswegen ist manchmal gut, predigen viele verschiedene Brüder, hat so jeder seins, das ist wie beim gemischten Salat, da kommt von allem was rein, da gibt es auch ein ausgewogenes Bild. Ja? Und ein Pastor, ein amerikanischer Missionar hat mal gesagt, Predigt ist Evangelium übergossen mit Persönlichkeit. Ja, das ist halt so. Ja? Das sind immer Menschen, die das Wort Gottes weitergeben. Und ich habe am Anfang, als ich gläubig gewesen bin, viele Kassetten gehört von einem Bruder Focken aus Ostfriesland und da habe ich immer an der Art und Weise, wie der geredet hat, vorbeihören müssen, weil die biblischen Inhalte haben mich interessiert, aber der hat so gesprochen wie früher so alte Wochenschauen. Ihr lieben Geschwister und ihr lieben Freunde, der heilige Gott hat in seiner Vorsehung, so ging das da, ja. Da habe ich immer zwei Kassetten gehört, bis ich in Aachen gewesen bin und zu Hause habe ich die auch gehört, aber ganz leise nur, ja, weil die Wände waren sehr hellhörig, nicht, dass ich da in Verruf kam, aber das hat mir sehr geholfen, ja, also Verkündigung ist Evangelium mit Persönlichkeit gemischt. Das ist immer so, ja. Und man muss so an den Menschen vorbeihören, damit man zum Wort findet und ins Wort reinkommt. Aber heute geht es um ein Thema, das ist sehr, sehr zentral im Römerbrief. Das ist jetzt etwas, was man in keiner Religion der Erde findet. Das findet man nur in der Bibel, ja. Und jetzt nochmal unterteilt nach Stellung. Also heute machen wir Stellung, morgen früh machen wir den Wandel. Ja, die Stellung in Christus 100%. Unser Wandel ist mal 80%, mal 30, mal 50, mal 86, ja, mal 99. Ja. Dann geht es aber schnell wieder runter auf 25. Ja. Der natürliche, der alte Mensch ist wetterwendig, der hat seine Zeiten, da fühlt er sich gut, da geht es ihm wohl. Ja. Und dann gibt es wieder Zeiten, da ist man total verzagt und glaubt, dass man Gottes Ansprüchen überhaupt nicht genügen kann. Und kann das ja auch nicht, ja. Wir werden aber auch nicht geliebt, weil wir Gottes Ansprüchen genügen. Da müssen wir uns von verabschieden, von dem Gedanken. Der Gedanke ist aber sehr natürlich. Das liegt dem natürlichen Menschen sehr nahe. Ja? Und heute habt ihr oftmals, dass in den Predigten über den Wandel gesprochen wird, über die Lebensführung, über die Berufswahl, über die Partnerwahl, über wie kann ich ein erfülltes Leben leben. Ja? Das geht den natürlichen Menschen an, den Christ in der Welt, so wie er seinen praktischen Alltag lebt. Und viele Christen wollen auch praktischen Alltag hören. Das, was wir jetzt tun, ist äußerst unpraktisch. Ja, das ist nämlich oberhalb von unserer Seinssphäre. Das ist etwas, wo Gott seine Gerechtigkeit uns zuruft, die wir natürlicherweise nicht empfinden. Wir empfinden uns im Glauben als mal machen wir ausreichend stille Zeit, mal haben wir eine tolle Predigt gehalten, mal haben wir Zeugnis gegeben, ja. So, und andermal hat man wieder den Mund gehalten, man hat sich geschämt fürs Evangelium und wir empfinden uns wetterwendig. Ja, und diese Empfindung ist etwas, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, wie wir vor Gott sind. Und in diese Malesse rein, in diese persönliche Empfindung, die sehr subjektiv ist, ruft Gott jetzt seine objektive Wahrheit in Christus hinein. Und das ist für uns so eine geistliche Chiropraxis.
Da werden wir wieder ein bisschen eingerenkt, damit wir wieder gerade stehen können. Ja? Das, was die Bibel uns hier zuruft, ist etwas, was wir nicht empfinden, sondern was Gott uns als Wahrheit schenkt, vom Himmel herab, was wir glauben sollen. Ja? Dass die Verlorenheit und das Heil, das muss geglaubt werden. Und der Glaube, sagt Luther, ist eigentlich Gott Recht geben. Ich gebe dir Recht, Gott. Ich habe das nicht verdient. Ich habe eigentlich die Verdammnis verdient. Aber ich gebe dir Recht, du hast deinen Sohn geschickt. Ja? Und ich gebe dir Recht, du hast alle Sünde auf ihn geladen und auch meine. Gott glauben heißt Gott Recht geben. Ja? Und Glaube ist das Gegenteil von etwas tun. Glaube ist das Gegenteil von etwas leisten. Ihr hört das immer wieder in Predigten, dass der Mensch, dass wir zu schwach waren, den Willen Gottes zu tun. Das hört ihr ganz oft. Als ob wir nur stärker sein müssten, um dann Gottes Willen auch hinzukriegen. Als ob es um Kraft und Stärke ginge in unserem Leben. Ja? Ein Freund von mir hat gesagt, da legt der Teufel die Tatze aufs Katheder. Ja? Man hört, dass es uns scheinbar irgendwie an Kraft fehlt. Aber wir sind nicht zu schwach, wir sind Sünder. Das ist ein Unterschied. Und dieses Wort von der Rechtfertigung in Christus, das gibt uns Kraft. Das gibt uns eine geistliche Kraft, weil wir aus dieser Wahrheit, die wir glauben und die wir bekennen, weil wir daraus leben. Jetzt schmecken wir mal so ein bisschen von dem, was da geschrieben steht. Ja? Wir haben aufgehört gestern Morgen mit dem Vers, Christus, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt. Ja? Christus ist nicht nur gestorben, Christus ist gestorben und auferstanden. Das war ja wichtig. Die Auferstehung konnte ja nur geschehen oder die Auferweckung konnte nur geschehen, weil Christus ohne Sünde war. Ja, damit hat Gott also bekannt, ich erkenne das Opfer meines Sohnes an. Er war ohne Sünde, deswegen werde ich ihn auferwecken. Ja, es kann nicht zugehen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Ja, warum? Weil er heilig war. Christus war heilig, er wird die Verwesung nicht sehen. Gott wird ihn auferwecken. Ja, wenn Gott ihn auferweckt hat, war Christus ohne Sünde. Wenn er ohne Sünde war, konnte er für deine Sünde sterben. Das ist der Gedanke. Und deswegen unterscheidet das Paulus und sagt, Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit oder um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Ja, und jetzt geht's weiter. Nun, wer denn sind gerecht geworden durch den Glauben, nicht durch Werke, erinnert ihr euch noch? Wir sind passiv, wir sind geworden. Das hat uns Gott einfach zugehört, das haben wir nicht erarbeitet, mühsam. Dass wir sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich soweit, jetzt kann Gott mich auch gerechtfertigterweise lieb haben. Ich habe ja alles gemacht, was er will. Ich habe mich echt angestrengt. Ja? Nein, sagt Paulus, das ist uns geschehen. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben, weil wir einfach Gott Recht gegeben haben. Ja? Dann haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diesen Frieden kennt die Welt nicht und den kennen auch die Rabbis nicht. Wir haben gestern oder vorgestern kurz davon gesprochen. Die Rabbiner sind im Internet auch und die torpedieren das Evangelium sehr heftig. Und ich denke mir oft, lieber Rabbi, ich glaube, wenn du abends zu Hause bist, du hast keinen Frieden im Herzen. Diesen Frieden hier, den kannst du nicht haben. Diesen Herzensfrieden mit Gott. Dass du weißt, wir sind gerecht geworden durch den Glauben an Christus. Das hat Gott uns geschenkt, weil wir einfach das für wahr halten, anerkennen und bekennen, was Jesus für uns getan hat. Das hat die Welt nicht und das haben die Rabbis auch nicht. Das hat auch kein Moslem. Wir haben Frieden mit Gott. Und dieser Frieden, der strahlt etwas aus in uns. Ja? Wir haben einen Freund gehabt, der ist zum Glauben gekommen und ich habe den kurz vorher gesehen und kurz nachher und das Gesicht war ganz verändert. Der hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck gehabt. Ja? Und der hat diesen Frieden mit Gott bekommen. Wir haben Frieden mit Gott. Eigentlich sind wir wieder ins Paradies zurückgekommen, oder? In die Gemeinschaft mit Gott. Da, wo wir mit Adam ja rausgefallen sind, da sind wir durch den Glauben wieder hingekommen. Ja, das ist was ganz Wunderschönes, ja. Durch welchen wir auch Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade. Wir haben da Zugang zu, ja, Zutritt, darin wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Wir werden Anteil haben an einer zukünftigen Herrlichkeit und das ist eine große Hoffnung für uns, auch heute, ja, in dieser Welt. Wir haben Perspektive, wir wissen, wo wir hingehen. Ja, und wenn hier alles in Schutt und Asche fällt, haben wir ein Zuhause, das niemand von uns nimmt. Wir wissen, wo wir hingehen.
Das macht ja auch stabil, ja? Wenn man weiß, das ist mein Elternhaus, da bin ich geboren, da haben meine Großeltern gewohnt, das ist ja eine gewisse Kontinuität, die man da im Leben hat. Aber das ist noch viel mehr, ja? Also wir haben Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll, und wir rühmen uns dessen und sagen, wir haben es gefunden, wir haben es ergreifen können im Glauben, es ist da, Christus ist da. Er hat Frieden gemacht mit Gott für uns, ja? Nicht allein aber das, sagt er, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, die, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Erfahrung. Erfahrung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Da hört ihr immer, Gottes Geist, Gottes Liebe ist ja ausgegossen in eure Herzen, deswegen könnt ihr auch alle und sollt ihr auch alle lieb haben. Ja? Höre ich da Leistung? Glaub schon. Wenn man den Vers liest, heißt das aber, dass Gott uns lieb hat. Gott hat uns so lieb, dass er seine Liebe in unser Herz ausgegossen hat. Wie denn? Indem er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Wir sind dort Objekt und Gott handelt an uns. Gott hat uns so lieb, dass er uns sogar seinen Geist schenkt und in unser Herz gibt. Gott liebt uns. Das steht hier mal zunächst. Wie man das anwendet und wie man dann damit umgeht, das ist sicher mal noch eine zweite Sache. Aber hier steht eigentlich etwas, was Gott tut. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist von Gott. Gott hat uns das geschenkt. Gott hat uns seinen Geist geschenkt. Und dass Gott uns von seiner Natur, von seinem Wesen, von seiner Art geschenkt hat, zeigt ja, dass er uns lieb hat. Das steht hier. Hier steht nicht, du sollst jetzt alle anderen lieb haben. Das steht an anderer Stelle auch in der Bibel. Ich will das nicht wegdrücken. Mir geht es nur erstmal darum, was lese ich denn hier überhaupt? Was steht denn hier? Ja? Also ich habe auch immer wieder lernen müssen, Verträge, Mietverträge zu lesen. Was steht denn im Mietvertrag? Was ist denn vereinbart? Was ist denn nicht vereinbart? Ist der überhaupt gültig? Ist der Mietvertrag unterschrieben von beiden Seiten? Ja? Ist der innerhalb von 14 Tagen unterschrieben worden? Ist Schriftformerfordernis eingehalten? Oder gilt der Mietvertrag überhaupt nicht? In Frankfurt gab es ganz viele Mietverträge in der Innenstadt. Monat 500.000 Euro Miete, große Mietverträge, die waren überhaupt nicht gültig. Weil der Mieter nämlich 2 und 3 Unterschriften liefern musste und der wusste, was Schriftformerfordernis ist. Und die haben 2 Wochen gewartet. Dann haben zwar alle unterschrieben, aber es lagen halt mehr als 14 Tage dazwischen. Da war der nicht gültig. Die konnten jederzeit aus dem Mietvertrag raus. Dann hat die Bank das Objekt nicht beliehen. Man muss das genau lesen. Und so ist das mit dem Wort, wir glauben doch alles, was geschrieben steht, ja? Wir glauben bei weitem nicht alles. Nicht alles, was wir hören, was uns erzählt wird, glauben wir. Wir prüfen das doch. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und deswegen ist mir wichtig, auch hier zu lesen, gerade in so einem Kapitel, wo es jetzt hier um die Stellung in Christus geht, die Rechtfertigung durch Christus allein, dass wir nicht da wieder eine Leistung reinlegen, die der Vers überhaupt nicht sagt. Gott kommt zu uns, ja? Und Gott hat uns so lieb, dass er seine Liebe in unser Herz ausgießt. Wie macht er das denn? Er gibt uns von seinem Heiligen Geist. Das hat es im Alten Testament nicht gegeben. Im Alten Testament gab es den Gottesmenschen, aber der war nicht wiedergeboren. Der hatte keine neue Natur. Das könnt ihr daran sehen, dass diese Diskrepanz zwischen neuer und alter Natur nur im Neuen Testament beschrieben wird. Das kennt das Alte Testament nicht. Ja? Auch David in den Psalmen hat da nichts vom neuen und vom alten Menschen geschrieben. Der Geist Gottes kam auf die Könige, der Geist Gottes kam auf die Propheten, dann haben die geweissagt, aber dann ging der Geist wieder von ihnen. Im Neuen Testament ist es so, dass der Geist Gottes in Menschen hineinkommt und bei uns bleibt als Unterpfand und ein neuer Mensch in uns gezeugt wird durch den Glauben. Und dieser neue Mensch bleibt und der neue Mensch ist im Zwiespalt mit dem Alten, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Galaterbrief, ja? Römerbrief, Römer 7. Die alte Natur kämpft gegen die neue Natur. Das heißt, wir haben den alten Menschen und den neuen Menschen. Den Menschen nach Adam und den Menschen nach Christus. Den fleischlichen Menschen und den geistlichen Menschen. Das heißt, die Bibel unterscheidet das. Und hier in dem Kapitel geht es um den geistlichen Menschen, der nach Christus geschaffen ist und der gerecht und gut ist vor Gott, egal wie euer Wandel ist.
Das sage ich aber nur für die, die unter ihrem Wandel seufzen. Den anderen würde ich sagen, halte die Gebote. Halte sie aufrecht. Kämpf für deinen Glauben. Ja? Und steh ein. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Aber der unter seiner Sünde leidet, den darf man sagen, Gott liebt dich, egal was du tust, egal wo deine Anstrengungen sind. Und manchmal kann man zu Gott sagen, Herr, an mir ist so gar nichts Liebenswürdiges. Ja, das stimmt. Gott liebt uns auch nicht, weil wir liebenswürdig wären, sondern er hat uns zuerst geliebt, oder? Und er kannte uns ja auch vorher. Ich bete auch manchmal, sage, Jesus, du hast es angefangen. Ich bete das nicht aufsässig. Ich sage, du hast angefangen, bring du das auch zum guten Ende. Da sagt Paulus ja auch zum Timotheus, ja, der das gute Werk in dir angefangen hat, der möge es auch zu Ende bringen. Ja, da dürfen die uns ja auch darauf zurückwerfen, dürfen sagen, Herr, du hast das angefangen, wir bringen das auch zu Ende. Ich will da gerne Anteil haben dran, aber ich sehe, ich habe so herzlich wenig Anteil daran. Und dann dürfen wir wissen, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir werden gerecht vor Gott, hat Paulus das nicht gesagt, ohne Zutun des Gesetzes. Ohne Zutun der Werke, das war ja der Skandal. Das war im Judentum der Skandal und das ist im gesetzlichen Christentum immer noch Skandal. Dass wir vor Gott gerecht werden, ohne einen Handschlag zu tun, kann man das so sagen? Ohne im Gesetz gearbeitet zu haben, ohne Anstrengung. Ja? Und das ist Labsal für den, der im Gesetz gearbeitet hat und der im Gesetz gekämpft hat. Und der im Gesetz versucht hat, vor Gott gerecht zu werden. Und nur für den. Und auch nur der versteht diese Gnade. Weil der die isst, der muss die essen und trinken. Das ist keine intellektuelle Sache, die wir intellektuell ergreifen könnten. Und wir können den Römerbrief da ganz, ganz oft lesen und kommen nicht zum Kern der Sache. Das muss Gott uns in unserem Leben zeigen, wer wir sind und wer er ist. Weil ihr alle von Gottes Geist gelehrt sein werdet. Und wenn man das durchlebt hat, wer man ist, und wenn man enttäuscht ist von sich selber, und wenn man verzagt ist, ob man das Heil überhaupt erreichen kann, wenn dann dieses Wort zu uns kommt, dann wird das lebendig. Und dann, verstehen ist fast schon falsch, dann werden wir inne. Das ist inne werden, steht in meiner Bibel. Was Gott hier tatsächlich meint, das ist Labsal, das erfrischt, das ist wie ein frischer Schluck Wasser in der Wüste. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Das ist keine Theologie. Das ist keine Sache, die irgendwie im Kopf intellektuell erfasst werden könnte. Ja? Das fließt wie Öl, ja, in den Bart Aarons. Das ist Manna in der Wüste, das ist frisches Quellwasser, was Gott uns gibt, wo wir trinken von. Das ist das Evangelium. Und das ist nur für die, die im Gesetz gearbeitet haben und geächtzt haben und gestöhnt haben und sagen, ich will ja, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was dem widerstreitet. Das ist die enge Tür, durch die wir gehen. Und dann denkt der Mensch, ich bin eigentlich überhaupt kein Christ. Ich will ja gern Christ sein, aber wie können denn solche Gedanken überhaupt noch in meinem Kopf rumgehen? Wie können denn solche Neigungen noch in meinem Herzen sein? Wie kann ich denn so ein elender Feigling in der Fußgängerzone sein oder im Geschäft? Gott schämt sich meiner, weil ich schäme mich seiner ja auch. Ja? Das sind ja die Dinge. Und wir bekommen Vergebung nicht für theoretische Sünden, sondern manchmal für ziemlich praktische Sünden. Das ist so. Und wenn ein Mensch darin geübt ist, und das Gesetz tun will und wegen mir auch die 10 Gebote aufrichtig tun will und merkt, ich schaffe das nicht und daran verzagt, dann ist er an dieser engen Pforte. Und wenn ihn dann dieses Wort trifft, da will der nie mehr von lassen. Der will vom Gesetz nichts mehr hören. Der sagt, das ist mein Evangelium und da halte ich fest dran. Und das andere mag ich nicht mehr. Ich habe das genügend gehabt und ich bin daran kaputt gegangen, ich bin daran traurig geworden. Aber das ist mein Evangelium. Das ist mein Herr Jesus Christus. Und das macht kräftig, das macht stark. Das ist die lautere Milch des Evangeliums, wo das kleine Böcklein ja von trinken soll. Ja? Da sollen wir groß und stark werden, bis wir feste Speise vertragen. Ja? Damit wir wachsen im Glauben. Jetzt gibt es aber Leute, steht in der Bibel, habe ich auch schon mal gesagt, ja, die kochen das Böcklein in der Milch der Mutter. Was? Was machen die? Die kochen das Böcklein in der Milch der Mutter. Ja, sag ich, Moment mal, aber die Muttermilch ist doch für das Böcklein, damit es groß und stark werden kann. Wie könnt ihr denn, das steht dreimal im Gesetz.
Also wenn was dreimal in der Bibel steht, das ist sehr selten. Ja? Also es gibt so Stellen auch, nicht sehr viele, aber die gehört erstaunlicherweise dazu. Da steht dreimal im Gesetz, ihr sollt das Böcklein nicht in der Milch der Mutter kochen. Ich sage, was, wer kommt denn auf so einen Gedanken? Ja? Aber wenn ihr das ins Neue Testament übertragt, dann kann man sagen, es gibt Leute, die die lautere Milch des Evangeliums nehmen und machen die so heiß, so gesetzlich heiß, dass die jungen Gläubigen darin kaputt gekocht werden. Und dann gehen die. Ich habe das erlebt. Ja? Ich rede nicht vom grünen Tisch. Wir haben eine Gemeinde gehabt, im Siegerland, da war das so. Die Gemeinde war erst fromm, dann war die überfromm, dann war die hyperfromm. Und das war so schlimm, dass niemand mehr atmen konnte zum Schluss. Und dann ist die Gemeinde explodiert und die sind in aller Herren Länder sind die verstreut worden. Nach Salzburg, nach Kroatien und ich weiß nicht noch wohin, überall hin. Hat man sich gegenseitig ausgeschlossen, weil alles nicht so richtig biblisch war, wie das da lief. Da wurden Briefe geschrieben und dann, ich habe meinem Freund und Bruder gesagt, sag ich, wir haben früher in allen Sünden gelebt in der Welt. Und jetzt, was ist aus uns geworden? Sind wir Christen oder Juristen? Wo war denn da die Liebe Gottes? Ja? In den Briefen wurden Vor- und Zunahme abgekürzt, damit das anonymisiert war. Bruder S. aus M. hat gesagt, das Bruder T. aus F. Ja? Und ich habe so einen Ordner bekommen, der war so dick, ich habe den weggeschmissen. Ich habe gesagt, sorry, ich brauche das nicht, ich habe gar keine Zeit für sowas. Wenn ihr euch so streiten wollt, macht das auch. Wenn, ja, wenn so ihr euch beißt und fresset, seht zu, dass ihr euch nicht verzehrt. Und das ist alles kaputt gegangen, weil das alles Gesetz war. Da ist diese lautere Milch des Evangeliums ist zu Gesetz geworden. Die wurde so scharf und so heiß, da hat niemand überlebt drin. Ja? Und bis heute gibt es keine Klärung. Ja? Es könnte ja mal sein, dass einer anruft und sagt, hör mal, ist aber blöd gelaufen damals, lass uns mal zusammensitzen, wir wollen wieder gut sein miteinander. Ja? Wir wollen das wieder aufarbeiten, wir wollen miteinander wieder ist so lange her und wir vergeben uns gegenseitig. Niemand, das ist bis heute ungeklärt. Es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dass jemand Buße tun kann, dass jemand zugeben kann, ich lag falsch, das ist sehr, sehr selten. Das gibt es ganz selten. Das ist ein Geheimnis. Und wenn wir das tun konnten im Glauben, da können wir dem Herrn danken für. Man kann nicht jeden Tag Buße tun. Das kann man nicht. Man muss das dann tun, wenn Gott einen anspricht. Man kann das nicht verschieben. Man kann das auch nicht herbeiführen. Ihr kennt das ja selber auch. Man spricht mit Leuten über das Evangelium, die hören das und die lehnen das auch ab und gehen auch weiter. Die können nicht umkehren. Umkehr, Buße ist eine Gnade Gottes an uns. Das muss Gott in den Menschen wirken. Da kann man beten für, das kann man nicht selber machen. Ja, das kann man nicht herbeiführen. Jetzt kommt eine schöne Passage. Ja, jetzt macht Paulus die Gnade groß, ja, also übergroß. Ja. Jetzt sagt er, denn auch Christus, als wir noch schwach waren nach der Zeit, ist für uns Gottlose gestorben. Ach du lieber Herein, was für ein Skandal. Will der etwas sagen, wir waren Gottlose? Ja, das ist ein schlimmes Schimpfwort auch gewesen vielleicht auch, ja. Vielleicht wird das irgendwann auch zum Qualitätsmerkmal in unserer verkommenen Welt, ja. Aber hier ist es zumindest so, dass er sagt, Christus ist doch, als wir noch schwach waren, als wir noch gottlos waren, ist doch Christus für uns gestorben, hat sein Blut vergossen, ja, für Gottlose. Jetzt stirbt aber noch kaum jemand um eines Gerechten willen. Also irgendwann muss mit uns ja nicht in Ordnung gewesen sein, ja. Um des Guten willen dürfte vielleicht jemand sterben, aber Gott preist seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also er ist für Gottlose gestorben, für Schwache, für Menschen, die noch Sünder waren. Da hat Gott seine Liebe schon dadurch groß gemacht und gezeigt, dass er seinen Sohn geschickt hat, als die Welt ihn noch überhaupt nicht haben wollte. Hat er trotzdem seinen Sohn für die Welt gegeben und Christus ist gestorben für die Sünden der Welt. Das ist etwas Großes. Als wir Christus noch gar nicht kannten und nicht haben wollten und alles andere uns wichtiger gewesen ist. Ja? Gott preist seine große Liebe, die er zu uns hatte, indem er Christus für uns hat sterben lassen, als wir noch Sünder waren. So werden wir ja viel mehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn. Haben wir gestern davon gesprochen, ja? Sind nicht für den Zorn bestimmt. Nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind, viel mehr werden wir durch ihn bewahrt, durch sein Blut, nicht durch eure Anstrengung im Gesetz. Christus allein. Nicht Christus und das Gesetz. Nicht Christus und Maria. Christus und die Heiligen. Christus und Vishnu, keine Ahnung, ja, Hindu. Es gibt ja alles Mögliche, was da vermischt wird, ja. So esoterischer Christus, ja. Nicht Christus und Israel. Christus allein.
Christus allein und nichts davor und nichts dahinter. Ja? Das ist der Punkt, weil das macht das Heil sicher und erreichbar und leicht. Ja? So werden wir viel mehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind, vor Gott gerecht geworden sind. Denn so wir versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden oder werden gerettet werden. Vielmehr durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind und haben Frieden mit Gott. Passiv, Past Tense, Vergangenheit, vollendet, es ist vollbracht. Wir glauben an etwas, was schon geschehen ist und was niemand mehr rückgängig machen kann. Ja? Ich habe meiner Tochter gesagt, Lenchen, der Glaube beruht nicht auf Gefühl, sondern auf Tatsachen. Und dann hat sie Führerschein gemacht und hat mit ihrem Fahrschullehrer über den Glauben gesprochen. Und sie hat ihn auch zur Bibelstunde eingeladen und dann sagt er, soweit ich weiß, ist Jesus gestorben. Und dann sagt sie, soweit ich weiß, ist Jesus auferstanden. Wir glauben an Tatsachen, wir glauben an Fakten. Ja, der Glaube entsteht nicht erst dann, wenn wir das für wahr halten. Wir glauben an etwas, was schon sehr, sehr lange geglaubt wurde. Von unseren Vorvätern und Voreltern. Ja? Wir sind in einer langen, guten Tradition, wenn wir glauben. Der kluge Mensch glaubt. Nur drittklassige Philosophen beschäftigen sich nicht mit Glaubensfragen. Erstklassige Philosophen kommen an Glaubensfragen, an der Gottesfrage nicht vorbei. Christus ist für uns gestorben, da wir noch schwach waren, da wir noch Gottlose waren, ja, da wir noch Feinde waren, da wir noch Sünder waren. Gott preist seine Liebe zu uns, ja, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und hier hat man überhaupt, und da haben die Pharisäer zum Paulus gesagt, was? Einfach so gerecht werden? Unsere Väter haben gearbeitet und geächtet im Gesetz. Wir versuchen von morgens bis abends in dem Gesetz unserer Väter irgendwie uns zu üben. Und du kommst daher und sagst, einfach so, weil dieser Jeschu gestorben ist, von dem wir überhaupt nicht wissen, woher der kommt, wer sein Vater gewesen ist. Du sagst, der war der Messias und den hat Gott geopfert. Was ist denn das für eine komische neue Lehre? Das haben wir ja noch nie gehört. Ja? Das war ja schwer. Es war schwer zu glauben. Viel schwerer als für uns heute, ja? Und Paulus sagt, ja, Gott hat seinen Sohn gegeben, als wir noch Sünder waren. Und darauf ruht auch unser Heil, ja? Dass wir nämlich unser Heil auf das gründen, was Christus getan hat und nicht auf das, was wir tun oder noch tun werden. Ja? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Schon wieder ein Passiv, wir empfangen etwas. Das hat Gott geschaffen, das legt er uns in die Hände. Wir sagen, wie bin ich denn dazu gekommen? In Österreich sagte einer, das ist wie ein Lottogewinn. Wie der Nobelpreis, hat er gedacht, als er zum Glauben kommt. Es wird uns in den Schoß gelegt. Ja? Wenn jemand ins Geschäft kommt und sagt, ich möchte mich gerne auf eine Stelle bewerben hier, und der Chef sagt, haben Sie denn einen Führerschein? Dann sagt der Bewerber, nee, aber ich kenne einen, der hat einen Führerschein. Aha. Haben Sie Abitur? Ich kenne aber einen, der hat Abitur. So ist das, wenn wir am Himmelstor anklopfen, dann sagt Gott, hast du Gerechtigkeit? Dann sagen wir, nee, aber ich kenne einen, der hat Gerechtigkeit. Das ist so töricht, ist das, als wenn jemand im Bewerbungsgespräch sagt, nee, ich habe keinen Schweißerschein, ich kenne aber einen, der hat einen Schweißerschein. Wenn das genügt, hätte ich gerne den Job hier. Ja? Wo gibt es denn sowas? Ja? So, und jetzt sagt der Pharisäer, du glaubst, du kommst an den Himmel, klopfst an und sagst, du kennst einen, der gerecht ist und das reicht, dass du in den Himmel kommst? Das ist ja vollkommen ungerecht. Ja, aber es gibt keinen anderen Weg. Und deswegen sage ich, für die Juden war das Ziel ihres Glaubens das Halten des Gesetzes. Für den Christen ist das Ziel des Glaubens Christus und das geht mittels des Gesetzes. Für uns ist das Gesetz nur Zuchtmeister auf Christus hin. Unser Ziel ist Christus, also ist Christus des Gesetzes Ende. Eigentlich steht da Telos. Christus ist das Ziel des Gesetzes. Das Gesetz ist wie so ein Vektor, wie so ein Pfeil, das zu Christus hin zeigt. Und die Juden haben das missverstanden und haben das Gesetz schon als Ziel definiert, das Halten des Gesetzes. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Derhalben wie durch einen Menschen die Sünde ist gekommen in die Welt. Wer war denn das? Adam, ja? Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt. Jetzt vergleicht der Christus mit Adam. Jetzt zieht er eine Linie zum Paradies. Ja? Er sagt, wie es eine Schöpfung in Adam gab, so gibt es eine Schöpfung in Christus.
Wie in Adam alles verloren gegangen ist, so wird in Christus alles wieder hergestellt, alles wieder gut gemacht. Ja? So wie es eine erste Schöpfung gab, so gibt es auch eine zweite Schöpfung. Und wir, wenn wir wiedergeboren sind, gehören sowohl zur alten Schöpfung noch in Adam, als auch schon zu der neuen Schöpfung in Christus. Und das macht Probleme in unserem Leben, weil da reiben sich zwei Naturen aneinander, ja? Die gegeneinander sind. Paulus im Galaterbrief, ja? Und jetzt sagt er, der halben wie durch einen Menschen die Sünde ist gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde, also ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben, auch ohne Gesetz. Das Gesetz kam ja erst am Sinai. Abraham hatte ja noch kein Gesetz, aber trotzdem hat der Tod schon geherrscht. Paulus geht also hier ins Eingemachte, der sagt, das Problem ist ja nicht, ob jemand das Gesetz hält oder nicht. Das Problem ist Leben oder Tod. Das ist das Problem. Und er sagt, nachdem durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt. Die gab es schon in der Welt seit Adam. Und zwar war wohl in der Welt bis auf das Gesetz. Ja? Aber wo kein Gesetz ist, da achtet man der Sünde nicht. Das heißt, Gott hat sein Gesetz am Sinai nochmal in Buchstaben gegeben, damit die Israeliten auch ganz genau wussten, was Gott von uns will und was Gott von uns nicht will. Was für ihn rein ist und was unrein ist. Was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Und deswegen ist das Gesetz geistlich und gerecht und gut. Was ist denn das Gesetz? Was ist das denn im Kern? Das Gesetz ist ja Gottes Wille in Buchstaben geschrieben, oder? Gottes Wesen und Wille in Buchstaben ausgedrückt. Was ist denn Gottes Wesen im Kern? Liebe. Wenn das so ist, dann kann auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung sein, oder? Und das steht im Neuen Testament. Also ist die Liebe des Gesetzes, wer liebt, erfüllt das Gesetz. Ja? Alle Gebote sind zusammengefasst in dem einen, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ach so, das heißt, das Gesetz drückt Gottes Wesen aus. Gottes Wesen ist Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, Frucht des Geistes, das spielt da alles mit hinein. Und dann ist die Liebe auch die Erfüllung des Gesetzes. Aber Gott hat dieses Gesetz am Sinai nochmal gegeben, damit die Israeliten wussten, was Gott von ihnen will, ja? Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr euer Leben leben sollt, könnt ihr gerne die 10 Gebote lesen. Die sind nicht schlecht. Die sind geistlich. Wir können sie nur nicht halten. Aber wenn ihr wissen sollt, wie der Vektor ist und wie euer Leben aussehen soll, kann man sich daran orientieren, natürlich. Ja? Aber letzten Endes ist unser Gesetz nicht Buchstabe, sondern Wort. Ja? Nicht Buchstabe, sondern Sinn. Nicht Buchstabe, sondern Persönlichkeit. Christus ist unser Gesetz. Ja, unser Gesetz ist Christus. Warum denn? Weil wir ja wiedergeboren sind. Der wiedergeborene neue Mensch, der hat als Gesetz und als Richtschnur Christus. Warum? Weil er ja an ihm hängt. Deswegen folgen wir Christi Gesetz. Deswegen folgen wir dem Gesetz des Geistes. Deswegen haben wir ein Gesetz der Freiheit. Und deswegen haben wir nicht mehr das Gesetz des Mose. Und das sind die Linien, die kommen immer wieder auf im Römerbrief. Ja? Und wenn wir uns so verstehen dürfen, dann verstehen wir, dann gibt es auch keine Verzagtheit, die zum Tode wäre. Ja? Sondern sagen wir, Herr, so bin ich. Das ist der Offenbarung. Mehr ist halt nicht bei mir, mehr wächst nicht bei mir. Ich wünsche, es wäre anders. Wenn du willst, kannst du es auch tun. Ja? Aber ich weiß, dass ich in deiner Hand stehe und ich befehle dir einfach mein Leben an. Dann hast du die Konsequenzen dafür. Und dann gehen wir einfach und machen einfach unseren Alltag. Wir machen unsere Arbeit. Wir kommen pünktlich. Wir gehen pünktlich. Ne, wir gehen auch vielleicht mal ein bisschen später. Ja? Wir machen unsere Arbeit gut. Das ist ganz wichtig für einen Christen, gute Arbeit zu geben. Ja? Gutes Zeugnis zu haben im Geschäft. Das ist sehr, sehr wichtig als Gottesdienst. Ja? Wir sollen keine Traumtänzer sein. Da war mal ein Bäckerlehrling, hatte seine Lehre abgebrochen, weil er auch für Höheres sich berufen sah. Dann hat er Metzgerlehre angefangen, die war auch nicht so ganz in seinem Sinne. Also lag er irgendwann auf der Wiese und träumte vor sich hin und guckt so in den Sommerhimmel und sieht, wie die Wolken sich formen zu zwei großen Buchstaben, GP. Und er sagt, oh, das heißt bestimmt geh predigen. Aber Gott meinte, geh pflügen. Ja, und deswegen, ich finde so ein geerdetes Christsein, einen guten Tagesablauf zu haben,
bei Arbeitskollegen als zuverlässig eingestuft zu werden, das ist wichtig, weil dann glaubt man uns auch das Evangelium. Wenn wir Lotterleute sind, glaubt man uns das Evangelium auch nicht. Ja, dann hat die Welt ganz schnell eine Möglichkeit zu sagen, guck dir den an, der kriegt ja nicht mal seine Schubkarre morgens voll. Ja? Und der will mir erzählen, was vom ewigen Leben, das ist nicht gut. Ja? Also das gehört auch dazu. Ich will dir nicht der Faulheit das Wort reden, aber das sind ja Dinge, die zwischenmenschlich sind. Aber wenn es um die Gerechtigkeit vor Gott geht, nicht horizontal, sondern vertikal, gibt es nur noch Christus. Gibt es keine Anstrengung mehr. Wer es nicht glaubt, kann es versuchen. Ja? Ich könnte jetzt ein Experiment machen, eine Woche lang die 10 Gebote halten. Einfach machen. Ja? Nicht drüber philosophieren, machen. Morgens früh lesen und los geht's. Lass dich nicht gelüsten. Wie, der hat einen 8-Zylinder gekauft. Ich habe nur 6. Das ist doch nicht fair, ja? Und bums, bist du reingefallen. Lass dich nicht gelüsten, ja? Man kann das ja mal versuchen. Das ist ja keine Theorie, worüber wir reden. Versuch das einfach. Wer das Gesetz ernsthaft hält, der wird zu dieser ganz erstaunlichen Erkenntnis kommen, dass er Christus braucht. Ja? Petrus sagt, reicht da in eurem Glauben Tugend. Und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit und der Gottseligkeit brüderliche Liebe und der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe, schreibt Petrus. 7 Schritte. Ja? Das endet mit der Liebe, mit Agape endet das, mit Phileo und Agape. Wo fängt das denn an? Der sagt, reicht da in eurem Glauben Tugend. Halte die Gebote. Sei da mal ein Tugendhafter, streng dich mal an. Hab mal Disziplin. Entschuldigung, reiß dich mal am Riemen. Ja, ich sage das den Leuten, die das Gesetz ausprobieren wollen. Reiß dich am Riemen und reiche da in deinem Glauben Tugend. Dann wirst du zu der Erkenntnis kommen, dass du das Gesetz nicht halten kannst, weil das Fleisch das Gesetz nicht halten kann. Und in dieser Erkenntnismäßigkeit, Bescheidenheit, ja, und zu sagen, oh, ich dachte, ich wäre mehr. Ich dachte, ich wäre stärker. Ich dachte, ich wäre besser. Und ich bin's nicht. Ich bin enttäuscht. Ja, natürlich, weil du dich getäuscht hast. Vorher hast du dich getäuscht, jetzt bist du enttäuscht. Ja? Aber Gott ist doch nie enttäuscht von uns. Warum nicht? Weil Gott sich von uns nicht täuscht. Gott kannte mich ja vorher. Als ich noch Sünder war, ist er für mich gestorben. Ja? Gott ist nie enttäuscht von uns. Aber wir sind enttäuscht, weil wir uns über uns getäuscht haben. Ja? Also im Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnismäßigkeit, Bescheidenheit auf dem Boden bleiben. Und in dieser Bescheidenheit Gottseligkeit. Das ist ein Gott wohlgefälliges Wesen. Das gefällt gut, wenn Menschen bescheiden sind. Ja, und den Ball ein bisschen flach halten. Das ist gut. Ja, und über diese Erkenntnis und über diese Mäßigkeit und diese Gottseligkeit kann ich auch meine Nächsten lieb haben. Warum? Weil ich sage, mir ist viel vergeben und dir auch. Und ich weiß, Gott muss dir sicher noch viel vergeben, aber mir auch. Also hängt mein Verhältnis von meinem Nächsten nicht davon ab, ob der mir sympathisch ist, sondern von meinem Verhältnis zu Gott hängt das ab. Und das sind die 7 Schritte zur Liebe. Das fängt an, reiche da im Glauben Tugendhaftigkeit, Hingabe, lebt das doch mal, das Gesetz. Ja? Und das sind die 7, das ist ganz spannend, das ist das, was Paulus hier auch schreibt. Ja? Trotzdem, obwohl noch kein Gesetz da war, hat auch der Tod geherrscht von Adam bis auf Mose, auch über die, die nicht gesündigt haben, mit gleicher Übertretung wie Adam, die auch vom Apfel gegessen haben. War das ein Apfel? Nee, ne? War eine Frucht, super. Sehr gut. Also wenn mich Leute kritisieren und sagen, wie, du glaubst allem, was in der Bibel steht, habe ich auch noch nie gehört. So ein Blödsinn habe ich auch noch nie gehört. Ich hab das schon mal erzählt. Ich muss das auch rausschneiden. Wir haben in Stuttgart einen Anwalt gehabt, einen Immobilienanwalt, einen 2-Meter-Mann, also sehr mit schneeweißen Haaren und so einer Architektenbrille auch, Juristenbrille, also ein ganz toller Mann. Und der sagt, was? Du glaubst an die Bibel? Wir waren bei so einer Immobilieneinweihung in Stuttgart, so ein bisschen Fingerfood, ein Bierchen in der Hand, ja. Du glaubst an die Bibel? Das muss ich meinen Kindern erzählen. Habe ich noch nie gehört. Du glaubst, dass das wahr ist, was in der Bibel steht? Da sag ich, natürlich. Du glaubst auch deinem BGB, oder? Ja, das ist ja was anderes. Da sag ich, nö, das ist Gottes Gesetz. Hast du schon mal gelesen, die Bibel? Ja, dann kommt raus, dass er mal Theologie studiert hat in München. Er war Jesuit. Der verteidigt heute noch den Papst, trotz der Kindersachen. Das wird die katholische Kirche überstehen. Sag ich, da geht es ja überhaupt nicht drum, um eure katholische Kirche, geht um die Kinder. Den vollkommen falschen Blick. Sag ich, so, du glaubst also nicht der Bibel. Was hat denn Adam und Eva im Paradies gegessen? Wieso? Dann sag ich, auf, du hast angefangen. Ein Apfel. Sag ich, siehste, schon falsch. Ja? Frag doch mal.
Ja, mein, ich erzähle das immer wieder, weil ich das auch so drollig finde. Ich habe ja in der Bank im Großraumbüro gearbeitet und da ging es auch um diese Themen. Ja? Dann habe ich einen Bruder, hab ich, oder einen Freund, habe ich das auch gefragt, der ist auch Freimaurer, habe ich nachher aber erst erfahren. Und dann habe ich dann auch diese Sachen gefragt, was hat denn Adam und Eva im Paradies gegessen? Und das ganze Großraumbüro, die hatten so Ohren, ja? Weil er hat mich geschimpft, ja? Weil er hat mich gefragt, was kann, hast du gestern Abend im Fernsehen den und den Film gesehen, sagt er zu mir, so über den Tisch rüber, ja? Und ich so, ich war am Arbeiten und sag so, du, wir haben keinen Fernseher. Und ich denke, oh nein. Ja, jetzt, wie, was sind das denn für frühchristliche Verhaltensweisen? Ha? Sein Schwager fährt Hilfstransporte nach Russland. Der hat eine Spedition und der weiß Bescheid. Ja? Was sind das denn für frühchristliche Verhaltensweisen? Oh, denke ich, jetzt geht's wieder los. Na, dann hat sich natürlich dieses Gespräch entspannt. Und weil er mich dann da in die Ecke drängen wollte, habe ich ihn dann gefragt. Wer fragt, ist immer im Vorteil. Ja? Das müsst ihr euch merken. Sucht euch ein paar Fragen aus beim nächsten Mal. Fragt die Leute einfach. Ja? Fragt mal nach dem Apfel. Okay, und naja, dann habe ich ihn auch gefragt. Sag ich, kennst du denn die 5 Hauptthemen im Kolosserbrief? Nee, sag ich, kannst du auch gar nicht. Die gibt's auch gar nicht. Ja? Führt die mal aufs Glatteis. Sag ich, du kennst die Bibel überhaupt gar nicht und du willst sagen, dass der dumm ist, dass ich an die Bibel glaube. Du hast die Bibel überhaupt nicht gelesen, gibst mir 3 falsche Antworten hier und lachst über mich. Was ist denn los? Ich lache doch auch nicht über dich. Ja? Kann man mal sagen. Kann man mal ein bisschen Druck machen. Darf man auch. Ich hatte einen Freund, das war ein richtig grober Klotz und da gehört auch ein grober Keil drauf. Ja? Natürlich. Und manchmal gibt es Leute, da musst du ganz liebevoll und ganz dezent und sehr zurückhaltend sein und denen Zeit lassen. Ja? Und das zu unterscheiden, das muss Gottes Geist uns zeigen. Da müssen wir auch wissen, wer wir selber sind. Ja? Wir müssen ja verstehen, wie ist denn der, wie kommt das denn bei dem anderen an? Und manchmal darf man richtig, der kann das vertragen. Ich habe einen Kollegen, das war der, mit dem ich da gesprochen habe, der hat in Spanien ein Haus und hat er Krebs bekommen und Darmverschluss und musste dringend operiert werden. Er ist ins Auto gesetzt und hat sich in Deutschland operieren lassen. War schwer krank, war lange berufsunfähig und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen, so alte Kollegen. Und zwar er, der heißt Wolfgang und Heiko. Ich sage nur Vornamen, ne? Kennt ihr Leute ja eh nicht. Und wir sitzen da so zusammen und der Wolfgang war ziemlich abgemagert und war wohl aber so halbwegs wieder geheilt. Sag ich, Wolfgang, du musst dich bekehren, du musst Buße tun. Ja, ich bin noch mal gerade so dem Teufel von der Schippe gesprungen. Sag ich, das will ich aber meinen, aber sag ich, der einzige Teufel ist immer noch hinter dir her. Und wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle. Das kann der ab. Ich habe im Krankenhaus habe ich Französische Revolution gelesen von irgendeinem französischen Dings da, ja, so ein Zeugs. Sag ich, du musst die Bibel lesen, sonst gehst du verloren. Dann fing der Heiko an, so mümmel, sag ich, und du auch, du kommst sonst auch in die Hölle. Ja? Das darf man sagen. Und das wissen die heute noch. Ja? Und manchmal muss man sehr zurückhaltend und dezent sein und ein bisschen liebevoll sein und jemand auch Zeit lassen. Aber der Wolfgang war so einer, der konnte das ab. Ja, und der hat sich auch ein bisschen da gewehrt, aber der wusste genau, dass ich recht habe. Manchmal darf man männlich sein, oder? Auch die Frauen dürfen auch männlich sein. Ja, wir müssen manchmal nicht so verschämt sein. Und das zu unterscheiden, wann mache ich denn wo was, und dann machen wir auch Fehler schon mal. Ja? Und dann, aber Paulus sagt, zur Zeit und zur Unzeit. Ja? Dann darf man beten und sagen, Herr Jesus, mach das bitte gut, was ich da vielleicht falsch gemacht habe. Dann fängt der Herr das wieder auf. Weiter, nicht verzagen lassen. Wir haben keinen Grund mehr, uns verzagt sein zu lassen. Ja? Jesus geht mit uns. Also das ist was ganz, ganz Feines. Doch herrschte der Tod von Adam bis auf Mose, auch über die, die nicht gesündigt haben, hier mit gleicher Übertretung, ja, wie Adam. Nicht in den Apfel gebissen haben, welches ist ein Bild dessen, der zukünftig war. Aber nicht, sagt er, verhält sich mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn an eine Sünde viele gestorben sind, so ist viel mehr Gottes Gnade und Gabe vielen reichlich widerfahren durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Nicht ist die Gabe allein über eine Sünde, wie durch eines Sünders eine Sünde alles verderben. Denn das Urteil ist gekommen, aus einer Sünde einmal in die Frucht reingebissen, ja? Zur Verdammnis. Die Gabe hilft aber auch aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Das ist der Unterschied. Bei Adam hat eine Übertretung gereicht, dass alles ins Verderben gefallen ist. Aber die Gnade in Christus hilft auch aus vielen Sünden. Was für ein Glück. Wie viele Sünden denn? Mal vielleicht so 7 mal 70 Sünden. Ja? Wer weiß das? Die Gnade ist groß. Die ist so weit, die Wolken gehen. Die ist unendlich, die Gnade. Es gibt keine Hypergrace. Es gibt keine Hypergnade. Gnade ist immer hyper. Das ist Grundaxiom der Gnade. Gnade ist grundsätzlich unverdient. Ja?
Und Paulus sagt, macht die Gnade groß und rühmt die. Der sagt, Christus ist doch gestorben, da wart ihr noch Sünder. Jetzt ist Christus gestorben für dich und auferstanden. Der lebendige Christus wird dich retten. Wir haben Frieden mit Gott, unverdient. Diese Gerechtigkeit wird dir zugerechnet. Das hat doch David schon geschrieben. Das kommt zu dir, ohne dass du im Gesetz gearbeitet hättest. Selbst wenn du im Gesetz erfolgreich gewesen wärst, reicht das doch nicht, um vor Gott gerecht zu werden. Und deswegen ist selig der Mensch, dem Gott die Gerechtigkeit zurechnet, die du nicht verdient hast. Warum? Die hat nur einer verdient. Und der hat sie nicht angenommen. Die hat nur einer erdient. Das ist Jesus teuer geworden. Das war teuer. Sein Leben war schon teuer. Sein Leichnam war nicht schwer zu kreuzigen. Der war ausgezehrt. Das war nicht schwer, Jesus hochzuheben aufs Kreuz. Ja, seine Seele hat gearbeitet und sein Leib hat gearbeitet. Und was er im Totenreich erlitten hat, davon schweigt die Bibel ja. Sehr dezent, weil wir sonst nicht schlafen können nachts. Wenn der Sohn des Schöpfers in die Hand des Feindes kommt, wehrlos, die Bibel schweigt darüber. Und dann kommt der Tag der Auferstehung und dann steht Maria im Gartengrab und wartet drauf, ja. Oder geht zum Grab und weint, weil Jesus weg ist und dann glaubt sie, es wäre der Gärtner, weil sie so verweinte Augen hat und sagt, wo haben Sie meinen Herrn hingetragen? Ja? Und dann sagt Jesus zu ihr, der auferstandene Christus sagt zu ihr, Maria, und dann erkennt sie ihn und dann will sie ihm ja zu Füßen fallen und dann sagt er zu Maria etwas Erstaunliches. Er sagt zu ihr, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Moment. Christus ist auferstanden, er erscheint der Maria, aber er ist noch nicht aufgefahren in den Himmel. Nee, scheinbar nicht. Scheinbar macht Jesus Station dort im Garten, weil die Maria weint. Ja? Also das finde ich so herzzerreißend. Das heißt, der ganze Himmel wartet schon, da hängen die Girlanden, Herr Jesus, wir begrüßen dich. Ja? Die ganze Erlösung der Welt hat stattgefunden, Gott hat seinen Sohn auferweckt, jetzt kommt im Triumphzug kommt er in den Himmel und Jesus hatte sagen können, also Maria, jetzt wartest du mal noch ein paar Stunden, jetzt ist mein Tag. Da wartet die Schöpfung und das All und die Ewigkeit und alles wartet auf diesen Tag, den ich durch mein Opfer und die Auferstehung herbeigebracht habe. Jetzt feiere ich erst im Himmel und dann kommt. Macht Jesus nicht, der unterbricht das alles. Der ganze Himmel wartet und Jesus kommt, wo ist denn Jesus? Der ist im Gartengrab, da bei der Maria, ja? Also, wenn Gott so ist, sind wir alle gerettet. Das ist so, ja? Das heißt, die Rettung, die wir haben im Evangelium, ist nicht, weil wir besonders im Gesetz uns angestrengt hätten oder weil wir besondere Güter hätten, sondern einfach, weil Gott uns lieb hat. So naiv, wie das klingt, das ist hohe Theologie. Ja, wir sind gerettet, weil Gott uns lieb hat. Und seht mal, wenn Jesus sogar die Vollendung verschiebt, nur weil er weiß, dass die Maria im Gartengrab weint, das ist der Hammer. Als ob Gott wirbt um unser Vertrauen und sagt, glaubt mir, vertraut mir, ihr seid bei mir in guten Händen. Ja? Ich will von euch nichts, weil ihr nicht könnt. Ich habe für euch, ich rechne euch das zu, als ob ihr das getan hättet. Warum? Weil ich euch lieb habe. Ja, aber an uns ist doch gar nichts zum Liebhaben. Nö, weiß ich doch. Ist das nicht schön? Das ist Freiheit. Und das ist Evangelium, ja, das ist Evangelium. Dafür lohnt sich auch ein bisschen was hinzugeben, ja. Also das würde ich sagen, lohnt sich. Und das findet man in Religionen nicht, das gibt es nur in der Schrift, das gibt es nur in der Bibel. Deswegen ist die so außergewöhnlich, die muss allein deswegen schon wahr sein. Und dass die Welt darüber so spottet, das liegt daran, dass in einer Welt voller Lüge die Wahrheit zum Spott werden muss und soll, weil die Wahrheit stört. Ja? Aber das ist Gott. Nicht verhält sich mit der Gabe wie mit der Sünde, denn wenn an eine Sünde viele gestorben sind, so ist viel mehr, merkt ihr, wie das viel und viel mehr immer kommt, ja? So ist viel mehr Gottes Gnade und Gabe vielen reichlich widerfahren durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Das schwappt über. Das ist überfließende Gnade. Darin sollen wir uns üben und schulen. Da wird ein Mensch gesund drin. Das ist lautere Milch des Evangeliums. Das macht uns kräftig und stark. Das ist ja nicht dazu, dass wir die Sünde auf Mutwillen ziehen, ja? Aber das macht uns kräftig, auch gegen die Sünde vorzugehen. Wenn man sich mit den Gedanken füllt, dann ist man voll Geist.
Und dann kann man auch einen Tag mal draußen sein, dann kann man auch mal Zeugnis geben. Das fällt dann leichter, weil das einen ja auch prägt. Ja? Und nicht ist die Gabe allein über eine Sünde, wie durch eines Sünders eine Sünde alles verderben. Denn das Urteil ist ja gekommen aus einer einzigen Sünde zur Verdammnis. Die Gabe aber hilft auch aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Was war denn die Sünde im Paradies eigentlich so im Kern? Eigenwille, Eigensinn. Die Eva hatte doch ein Wort Gottes empfangen von dem Adam. Esst nicht vom Baum, ja? Ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen, aber von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Esst nicht davon. Die Eva hatte ein Wort empfangen. Und dann hat sie sich auf ihre Augen verlassen, oder? Hat sich ihre eigene Meinung gemacht. Geht zum Baum und sagt, wieso? Sieht doch gut aus. Der Baum ist lustig. Ist gut schon zu essen. Und er macht auch klug. Und dann geht sie hin und nimmt und isst. Und das war das Drama. Eva hätte sich ja aufs Wort verlassen können. Und dann wäre alles gut geblieben. Ja? Und Pastoren machen sich über geistliche Dinge ihre eigene Meinung. Statt aufs Wort zu achten. Wir sollen auf das Wort, nicht auf Buchstaben, aufs Wort sollen wir achten. Das ist das ja immer wieder, was wir sagen. Und das predige ich auch immer. Ja? Und das, manchmal kommt man zu ganz komischen Ergebnissen, dass Rom in Daniel nicht existiert. Ja? Ist ja unglaublich. Aber es ist so, weil die Ausleger auf die Augen achten. Die schauen, dass das große römische Reich da ist und dass wir immer noch in einer Art römischen Reiches leben. Ja? Unsere Gesetzgebung kommt ja alles von dort irgendwo her. Und man achtet auf die Augen. Man sieht auf das, was vor Augen ist. Und das trägt man in die Schrift rein, in die Prophetie rein. Und das ist Einlegung, nicht Auslegung. Ja? Auslegung geht ja umgekehrt. Ja, dann nimmt man ja den Bibeltext und lässt den mal so als Bibeltext stehen. Aber die legen die Dinge da rein. Das ist die Sünde, die im Paradies gewesen ist. Der Augenmensch macht sich seine eigene Meinung. Das kommt aus ihm selber heraus. Eva macht sich ihre Meinung. Die sieht das und dann redet die darüber. Und das findet ihr heute oft auch bei Pastoren, dass die aus der Emotion, aus dem Gefühl raus reden. Die nehmen zwar einen Bibeltext und zitieren den, aber die Auslegung kommt aus dem Bauch. Ja? Und das ist dann das sogenannte Evangelium. Das ist so eine Mischung. Honig mit Scherben. Gut, ich sage das nur, weil ich weiß nur, dass ihr das versteht. Ich habe in Aachen habe ich Honig gehabt aus der Slowakei, glaube ich, so 5 Liter Gläser Akazienhonig und habe die hochgeschleppt, weil ich hatte Bibelstunde und musste in die Gemeinde, hatte keine Zeit. Habe da so 5 von den Honiggläsern hochgeschleppt, habe die im Flur abgestellt, auf so einen Fliesenboden mein Büro aufgeschlossen und das dann da schnell reingetragen. Und bei dem letzten Glas habe ich das abgestellt auf den Boden und da macht es Potsch. Ja, es macht Potsch. Und ich habe den Schlüssel nach vorne und gesagt, das hat Potsch gemacht. Und ich gucke runter auf den Boden und das Glas war wohl Spannung drin oder ich habe es auch vielleicht zu fest auf den Boden gestellt. Auf jeden Fall ist das zerbrochen und da sind 5 Liter Akazienhonig auf den Treppenabsatz in diesem Bürogebäude geflossen. Ich hatte keine Zeit. Was mache ich jetzt? Aber das war ein Bild für mich. Honig mit Scherben. Das ist Evangelium mit Gesetz gemischt. Ja? Ich habe mir einen Finger aufgeschnitten damit. Der ist aber ganz schnell geheilt. Honig heilt ja gut. Ja? Ich habe dann Tücher geholt und habe das da irgendwie aufgewischt und dann da in den Eimer geworfen. Für mich war das so ein Bild. Honig mit scharfen Scherben drin. Das kann man nicht essen. Das ist, am Anfang meint man, das wäre süß, aber das zerschneidet dir die Speiseröhre. Ja? Und so ist es mit dem Evangelium. Wenn das gemischt wird mit Gesetz, wenn das bitter wird, und da muss man vorsichtig sein. Ja? Das darf man nicht vermischen. Es muss reiner Honig bleiben. Ja? Okay, wir machen ein bisschen schneller. Also Paulus erklärt das hier noch mit dem Adam weiterhin und sagt, dass in Christus viele gerecht geworden sind. Das ist noch interessant. Er sagt, das Gesetz aber ist nebeneingekommen. Das Gesetz ist nebeneingekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Warum? Weil sie es jetzt in Schriftform hatten. Ja? Sie sind aufgeschrieben worden. Und das Gesetz ist nur nebeneingekommen. Wo rein denn nebenein? In den Glaubensbund mit Abraham. Denn der Bund mit den Glaubenden, mit den glaubenden Kindern Abrahams und mit Abraham. Dieser Bund ist ja nicht aufgehoben worden am Sinai. Der Glaubensbund mit Abraham gilt seit Abraham fort für alle Glaubenden. Und in diesem Glaubensbund, haben wir gestern davon gesprochen, da sind wir eingepfropft worden. Ja? Wir sind nicht Israel 2.0. Wir sind in den glaubenden Abraham eingepfropft worden und wir sind Kinder Abrahams und wir werden gesegnet mit dem glaubenden Abraham. Ja? Diese Linie macht Paulus auf. Das Gesetz ist aber nur nebeneingekommen, 430 Jahre später. Noch zusätzlich obendrauf, dass Gott gesagt hat, jetzt habt ihr es auch noch schriftlich. Und dann kommt Jesus in der Bergpredigt und macht das Gesetz noch schärfer,
noch härter, damit der Letzte versteht, ich brauche Jesus gestorben und auferstanden auf Gott. Das ist das, und das nimmt Paulus auf. Und das führt Paulus durch und führt das weiter und entwickelt das, ja, bis heute. Das Gesetz ist neben eingekommen, auf das die Sünde mächtiger würde, weil die Übertretung jetzt wissentlich geschieht. Man weiß es, man hat es gelesen, man tut es trotzdem. Und lässt sich trotzdem gelüsten, ja. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, ist doch die Gnade viel mächtiger. Das ist Hypergrace. Das ist Hypergnade. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Auf das, wie die Sünde geherrscht hat zum Tod, also auch herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Rums. Das ist Herrschaftsanspruch. Jetzt herrscht die Gnade. Und zwar über alle deine Sünden herrscht die Gnade. Über alle Schuld, die du getan hast und die du tun wirst, wenn du das im Glauben, in Demut annehmen kannst und bekennst, Herr Jesus, danke schön, das ist für mich. Dann ist alles gut geworden. Sind wir angekommen. Ja? Das finde ich schön. In anderen Religionen heißt immer noch, du musst arbeiten, du musst fasten, du musst wallfahren, du musst Entsagungen haben, du musst irgendwie durch über 7 Brücken gehen, glaube ich, hat mal jemand gesungen. Ja? Irgendwas, damit man irgendwo hinkommt. Man muss was tun, um was irgendwann zu werden. Ja? Wir werden etwas, um dann etwas zu tun, weil wir schon etwas sind. Das ist viel authentischer, oder? Das andere ist ja irgendwie erarbeitet. Du musst etwas tun, damit du gerecht wirst. Wir sind gerecht geworden in Christus, weil Gott uns das zurechnet. Naja, dann tun wir halt, was vor der Hand ist. Wir wandeln in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Das ist das Evangelium. Es ist alles auf den Kopf gedreht. Deswegen müssen wir uns ja auch bekehren. Deswegen müssen wir auch umkehren. Weil das Evangelium stellt uns auf die Füße. Vorher standen wir eigentlich Kopf, ja? Ja? Das ist alles anders, das ist alles neu. Deswegen müssen wir auch verändert werden im Denksinn. Römer 12, Vers 1. Denkt neu. Denkt von Christus her, ja? Also die Gnade herrscht in Christus. Und Paulus schreibt das auch in Galater 3, das Gesetz ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Same käme. Das ist jetzt die Einzahl, ja? Das ist Singular. Bis Christus kommt, ja? Das Gesetz, was soll das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Same käme, dem die Verheißung geschehen ist, Christus, und ist gestellt von den Engeln durch die Hand des Mittlers. Ja? Das heißt, dieses Gesetz ist nebeneingekommen und ist nicht mehr unser Ziel. Dieses Priestertum ist vorbei. Christus ist da. Damit sind wir am Ende. Mit dem Punkt Stellung. Stellung in Christus, Rechtfertigung in Christus allein. Und das muss so bleiben und muss auch so verteidigt werden. In Israel gab es Freistädte, ja? Und wenn jemand aus Versehen jemand totgeschlagen hat, dann sollte der in diese Freistadt fliehen. Und wenn der in der Freistadt gewesen ist, dann durfte der nicht verurteilt werden, weil der aus Versehen jemand getötet hat. Das war nicht seine Absicht, ja? Wenn der die Freistadt verlässt und den jemand findet, dürfte der den Tod schlagen. Aber wenn der in der Freistadt bleibt, dann dürfte der am Leben bleiben. Das ist ein Bild auf Christus. Wenn wir in Christus sind, werden wir gerettet, aber wir müssen in Christus bleiben. Da sind wir gerettet, selbst wenn wir des Todes schuldig wären. Und jetzt kommt das Spannende. Die Straßen, dann kommen wir zum Schluss, die Straßen zu den Freistädten, die mussten freigehalten werden. Da sollten die Israeliten sorgen für, dass da keine Hindernisse auf den Straßen liegen. Damit der aus Versehen jemand erschlagen hat, nicht an so einem Hindernis aufgehalten wurde und dann doch erschlagen wird. Ja? Das heißt, es war im Gesetz so gegeben, dass die Straßen freigehalten werden mussten. Und wenn wir sagen, Christus allein, dann halten wir die Straße frei in diese Freistadt Christus. Da darf kein Hindernis drauf liegen. Ja? Da darf kein Gesetz drauf liegen. Da darf keine Maria oder Hostie drauf liegen oder irgendwelche anderen Bußübungen. Ja? Die Straße muss freigehalten werden. Deswegen dürfen wir immer sagen, Christus allein. Behalte das im Gedächtnis und halte daran fest, nicht Christus und Israel. Und ich weiß nicht noch was, ja? Wir müssen die Straße frei halten zu Jesus Christus. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in deiner Gnade stehen dürfen, die du geschaffen hast für uns und dass es deine Gnade allein ist und dass du es allein bist. Lass uns gesund werden, Herr, an dir. Lass uns gesund werden an dem Wort. Lass uns fest werden an dir und in dir. Danke, dass alles gut geworden ist in dir und dass wir auch essen dürfen und trinken dürfen von deinem guten Evangelium, auch dass wir weitergeben dürfen davon, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Wir befehlen uns auch für den Rest des Tages dir an und wir preisen deinen Namen, Herr. Amen.